right, Lou? No, I've got a date with the cheese deluxe! Look out, tough guy. Hey! Hey! So there he is, huh? Hey! So listen, Tony, I know you did a good thing first, and I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky will take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, out of order. Capisce? I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you, Lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. I got you a nice little place to stay, Tony. And it's got you written all over it. We'll head there first. You're all heart. Schon mal gesagt, dass ich diesen Typen absolut nicht leiden kann. Ich kann es nicht oft genug sagen. Naja. Verzeiht mir meine Unbedarftheit. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich mal einen Livestream gemacht habe, geschweige denn einen Let's Play. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt hier bezeichnen soll. Also falls ihr es von Anfang an gesehen habt, das Ganze hier ist eine Mod. Lassen wir aber erstmal die Szene hier nochmal spielen. So, also nochmal. Willkommen zu diesem Livestream. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Peinung gehabt. Ich hatte einfach mal Bock, wieder OBS anzuschmeißen. Nachdem ich die letzten, glaube ich, 3-4 Jahre keine Updates mehr gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal live war. ja, wir spielen hier eine Mod. GTA RE Liberty City Stories. Das ist die Beta 6.0 von April 2021. Download-Link ist in der Beschreibung. Ist ein komplettes Standalone, basierend auf der GTA Vice City Engine. Ich habe ja damals vor 4 Jahren angefangen hier mit der Beta 3.0 war das noch, die ganzen Missionen als Walkthrough hochzuladen. Und ja, so, bevor ihr jetzt euch fragt, was wir jetzt hier machen, wir werden das Ganze ein bisschen anders da machen, weil ich habe ein bisschen vorgearbeitet, weil ich natürlich für meinen Walkthrough halt was gemacht habe. Deswegen werden wir jetzt hier einmal nicht speichern. Wir werden jetzt einfach nur diese in Anführungszeichen Intro-Mission fertig spielen und danach werden wir direkt einen Spielstand laden, wo ich, glaube ich, gefühlt knapp eine Stunde rumgemacht habe. Da habe ich nämlich von den ganzen versteckten Päckchen 97 Stück schon gesammelt, von den 100. 3 bleiben übrig, die kann man nämlich erst im späteren Verlauf des Spiels einsammeln, wenn man eine gewisse Mission abgeschlossen hat, weil sich dadurch die Map verändert. So, jetzt. Erste, was ich hier befürchte, ist, das Spiel läuft nicht auf 60 Frames, obwohl ich einen Frame-Limiter drin habe. Ich befürchte, es läuft auf 144. Da müsste ich dann gleich nochmal schauen, weil das fühlt sich hier sehr träge an und das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, wir fahren jetzt erstmal Winnie zurück. Na, es könnte auch einfach sein, dass die den Kuruma hier in GTA Liberty City Stories echt beschissen gemacht haben. Man muss aber auch dazu sagen, der Mod-Ersteller, mir fällt der Name gerade nicht ein, hat sich richtig
viel Mühe gegeben. Viel, viel Mühe. Allein für den Satz hätte der sich so, hätte der sich von mir schon eine gefangen, ey. So. Ja. Ich muss gerade mit Erschrecken feststellen, das Spiel läuft nicht auf 60 Frames. Das heißt, da müssen wir jetzt mal gleich mal. Ja, das. Ich meine, wozu auch gucken? Einfach mir in den Vorderreifen reinfahren. Normalerweise wäre da jetzt ein Achter drin, aber lassen wir es mal. 2005. Da hat man noch nicht so weit gedacht, ne? So. Ach du Scheiße, sind ja 13 Leute online. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es schauen vielleicht so 2-3 zu. Ja, dann erstmal hallo an den Chat auf jeden Fall. Ja, also. Weiß jetzt nicht, wann ihr zugeschaltet habt. Wie gesagt, wir werden jetzt hier nicht speichern. Wir werden jetzt eigentlich einfach das hier machen. Einfach einen Spielstand laden. Man sieht, es sieht schon ein bisschen anders da aus, ne? Und wir haben hier natürlich auch ein paar Waffen natürlich am Spawn, aber wie bereits erwähnt, 97 von 100 Päckchen haben wir eingesammelt. Und das war vor der ersten Mission. Also ja, es gibt immer noch Möglichkeiten, wie in jedem GTA, direkt vom Anfang an auf die zweite oder dritte Insel zu gehen. Das war in GTA 3 schon so. Und hier haben wir es aufgrund der Vice City Engine sogar noch ein bisschen einfacher. Also Radio ausmachen, ganz wichtig. Bevor die böse GEMA wiederkommt. So, ihr hört es auch, ich bin ein bisschen noch gesundheitlich angeschlagen. Ich hatte die letzten 2,5-3 Wochen einen Lungenriss gehabt. Bin jetzt aber wieder einigermaßen fit und in die Zeit habe ich natürlich ein bisschen mal investiert, wo ich zu Hause war, um mich mal wieder ein bisschen mit Gaming auseinanderzusetzen. Und ich bin einfach wieder so zurück an den Punkt gekommen, wo ich einfach sage, Gaming wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens ein großer Faktor in meinem Leben sein. So, jetzt ist die Frage, wenn wir hier schon ein paar Leute hier im Chat haben, wollen wir hier direkt mit den Story-Missionen weitermachen oder wollen wir erstmal mit den Side-Quests anfangen? Ich meine, ich hätte schon eigentlich Lust, erstmal ein paar Side-Quests zu machen, um mir ein paar Vorteile zu erhaschen. Ja, Radio aus. Radio aus. So. Story, I guess, Sidequest. So, jetzt haben wir Stimme 1 zu 1. Sidequest, Sidequest, Sidequest. Okay, dann macht mal einen Vorschlag. Dann schlagt mal vor, was wir jetzt machen sollen. Also ich hoffe, ihr kennt das Spiel. Wie gesagt, mal was anderes als GTA 3. Das kennt ja jeder in- und auswendig. Also wir können alles machen, bis auf die Bürgerwehrmission. Die sind komischerweise abgeschaltet. Okay, Freunde, der Typ fährt mir in die Karre rein. Ach, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal, wisst ihr das? Fährt mir in die Karre rein und dann kriege ich ein Fahndungslevel, ja. Autohändler. Ja, Autohändler ist, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Aber wir können ja mal schauen. Aber ich glaube, das wird erst im Laufe des Spiels freigeschaltet. Aber wir können ja mal gucken. Kann ja natürlich sein, dass es schon funktioniert. Aber es ist halt noch nicht für den... Wow. Für den Neuling ersichtlich ist. Aber wir schauen mal. Von der Uhrzeit her müsste es ja eigentlich passen. Aber ich habe recht, es ist noch nicht da. Also, dann würde ich mal sagen, das war schon mal nichts. Können aber mal schauen, ob wir die Pizzaboy-Mission machen können von den Punk Noodles und den Chinatown. 16 Zuschauer, Leute, also ich freue mich, wirklich darüber. Also wie gesagt, ich hätte jetzt nicht erst erwartet. Oh, das sieht doch schon mal wie Pizza Boy aus. So, gucken wir mal, was passiert. Ah, Nudelpunk, das können wir doch schon mal machen. What the actual fuck?
Ja, das habe ich auch, das habe ich gelesen schon ein paar vorne, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. In der Beta 6.0 ist der Debug-Modus anscheinend an und man kann irgendwie mit irgendeiner Tastenkombination autospawnen. Sogar die, die es in GTA Liberty City Stories eigentlich gar nicht gibt. Ich lasse es einfach mal jetzt so mal da stehen. Und ich habe jetzt eine Menge Zeit verloren, fällt mir gerade auf. So, so und jetzt? Wir sagen so, oder? Hey, genau, perfekt. Wie in Vice City. Ist ja auch die Vice City Engine. Was ich allerdings cool an Liberty City Stories finde, das sind so kleine Gimmicks, die ich halt in San Andreas zum Beispiel vermisst habe. Man kann mit jeder Waffe sprinten. Und das fand ich eigentlich immer. Das fand ich immer ganz cool. Ich glaube, ich rede nicht mich richtig. You killed the customer, you're fired. Ja, dass das gerade jemand anderes war, ist schon offensichtlich, oder? Alter, Digga, das darf doch nicht wahr sein. Okay, weißt du was? Deine Dreckskarre. So, irgendwo muss ich ja meinen Frust rauslassen. Ey, der Typ wird von jemand anderem über den Haufen gefahren, aber ich krieg den Blame dafür. Ja, willkommen im Leben. Das ist unfassbar. Das ist ne. Also, wie lange bin ich jetzt online? Ich weiß nicht, wie lange bin ich jetzt online? Keine 15 Minuten und zwei Fails schon. Wir sind auf dem Weg, einen rollenden Start hinzulegen. Auf Englisch hört sich das definitiv besser an. So. So. Hoffen wir mal, dass ich nicht wieder andere Kunden überfahre, weil andere Leute meinen, auf dem Bürgersteig abkürzen zu müssen. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber ich habe voll Bock auf gebratene Nudeln gerade. Ich habe gerade richtig Bock auf gebratene Nudeln. So. Aber das Spiel spielt sich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wesentlich besser als die Beta 3.0, abgesehen von diesem aktiven Debug-Modus, wie ich immer und ich weiß immer noch nicht, wie man den abschaltet. Digga, du hast mir hier eine Fizias gegeben. Das ist ein Fahrrad mit einem Hilfsmotor und du sagst, ich soll mich beeilen. Wobei ich ja sagen muss, das Ding ist ja schon ziemlich flott. So. Ah, schön, wir haben einen Irrsinnstanz gefunden. Und ich habe das Gefühl, ich knall hier gerade gleich gegen den Baum. Nee, tue ich nicht. Aber gefailt haben wir. Na gut, das sollte man auch nicht mit einem Moped machen. Das macht man mit einer PCG 600. Ich habe die Box zwar irgendwo anders hingeworfen, aber die wurde anscheinend noch aufgefangen. Das ist schon mal gut. So. Aber ich würde ja eigentlich wirklich gerne die Musik anmachen, aber ich weiß, dass die GEMA wieder am Jammern ist dann. So, eine Ehrenrunde noch gedreht, bevor ich realisiert habe, dass da hinten ja auch noch einer steht.
GTA Pizza Mafia. Nee, das sind eigentlich gebratene Nudeln, die ich gerade, glaube ich, hier ausliefere. Ich glaube, Pizza leider nicht. Der steht auf der Brücke da oben. Gut, aber da können wir auch hier gerade an der Radiostation vorbeifahren. Kommen wir auch hoch. Der müsste jetzt hier direkt auf der Brücke stehen. Ja. So. Juhu, es regnet. Ach, ich hab... Als ich früher mal Pizzen ausgeliefert habe, das ist schon lange, lange her. Gott, das ist... Gott, da bin ich, glaube ich, gerade aus von meinem Auslandsjahr zurückgekommen. Alter, da habe ich es gehasst, bei Scheißwetter Pizzen auszuliefern. Gott sei Dank habe ich damals aber ein Auto gehabt. Ja. Ich muss halt wirklich sagen, mir fällt jetzt echt gerade der Modder nicht ein. Ich glaube aber, der kommt aus Indonesien, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat sich richtig viel Mühe gegeben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er das frei Hand gemacht hat. Man merkt halt schon, dass er wirklich sich selbst einen PS2 Port to PC sich gebaut hat. Aber die Sachen, die er hier reingemacht hat, die er hier eingebaut und umgesetzt hat. Allein bei den Sidequests, das ist schon, das ist schon immens. Wow, wow. So. So, dann machen wir einmal eine Runde über Joeys Werkstatt, würde ich sagen. Dann haben wir das dann auch sauber abgeschlossen. So, perfekt. Guckst du hier, da hast du deine Nudeln. Fahren wir jetzt hier rum. Und dann fahren wir hier rum. Und das war's. So. Ach du liebe Zeit, ein Mod von mir ist online. Mit besten Grüßen nach Österreich. Freut mich auch, dass du da bist. Zuschauer, wow. Ist halt die Frage, sind das halt hauptsächlich Abonnenten, die jetzt hier noch zuschauen oder... So. Ich frage mich immer noch, wie ich es eben gerade geschafft habe, den Hunter da vorhin zu spawnen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. So. Der Stream ist ja richtig professionell, sogar mit aktiven Mods. Red Enderman HD, ich sag's ganz ehrlich, ich finde es nett, dass du diesen Stream als professionell bezeichnest. Ich würde ihn noch nicht mal als amateurhaft bezeichnen, ich würde ihn sogar eher als anfängerhaft bezeichnen im Vergleich zu den ganzen Profi-Streamern da draußen, die ja damit aber auch ihr täglich Brot verdienen, muss man ja auch noch dazu sagen. Die Zeiten, wo ich mich als YouTuber geäußert habe, die sind schon lange, lange, lange vorbei. Ich meine, es ist halt leider traurigerweise so, ich komme aus einer YouTuber-Generation, wenn du es halt damals nicht geschafft hast, dann wirst du es heute auch nicht schaffen. Und wie gesagt, ich mache das ja auch nicht, um Geld zu verdienen, da habe ich
Ja, so schnell ging das Tor noch nie auf, aber da merkt man halt wieder, das Spiel läuft auf 144 Frames. Da müssen wir definitiv gleich mal den Frame Limiter wieder anschmeißen. Bevor jetzt hier. Weil das Ganze jetzt hier noch komplett eskaliert. Aber so schnell ging das Tor noch nie auf. Also. Naja. Wie viele Level gibt's denn da eigentlich? Ich glaube, bis Level 12 müsste das gehen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Hab aber auch in Erinnerung, also wenn es halt wirklich ein PS2-Port ist, können es auch Level 9 oder Level 10 sein. Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich halte mich jetzt mal an die 12. Würde Sinn machen. Ja, ich, John Dex, ich glaube auch, es sind 12. Also ich bin mir da jetzt auch nicht so unsicher, aber ist egal. Mit Musik wird das natürlich alles viel schöner, aber ich meine, gut, der Soundtrack von Liberty City Stories ist bis auf das, bis auf den Title-Theme sowieso. Meh. Ja. Ist halt irgendwie schon traurig, wenn so das Title-Theme von dem Spiel so das Ausschlaggebendste am Spiel selbst ist. Ich meine, die Story dahinter ist ganz nett. Ja, das ist halt so ein schöner Filler zwischen GTA von vor GTA 3, halt ein interessantes Prequel. Wenn wir uns mal bedenken, Tony Cipriani ist ja ein Charakter auch aus GTA 3. Und da hat er natürlich aber auch Stress mit seiner Mutter, lustigerweise. Aber hier ist er ja wirklich dünn wie ein Lauch. Aber in GTA 3 ist er fett wie eine Regentonne. Tatsächlich nur 10 Level. Ah, okay. Hast du wahrscheinlich jetzt gerade mal im Internet nachgeschaut. Das ist. Ah, du musst gucken. Wie gesagt, ich denke mal, das wird hier ein PS2-Port sein. Weil ich weiß, dass es da verschiedene Level gibt. Dass es da schon unterschiedliche Sidequest-Level gibt. Bei der PSP und der PS2-Version. Aber halten wir uns mal an die 10, wenn du es gesagt hast. Ich kann jetzt nicht nachschauen. So, Dave13k fragt, Puffy, Statement zum GTA 6 Trailer und wirst du es spielen? Ja, hab den Trailer natürlich gesehen. Werde ich es spielen? Mit Sicherheit. Werde ich es auf YouTube spielen? Ich hab's ja mit GTA 5 versucht und das kam halt auch nicht wirklich an. Ich wurde halt, ja, ich sag mal so. Ich sag jetzt mal nicht zu Recht. Ich wurde kritisiert. Viel Geflame auch damals auf meiner Business-E-Mail-Adresse. Die übrigens nicht mehr aktiv ist, Freunde. Also ihr braucht da gar nicht jetzt hinschreiben. Die ist schon lange, lange, lange aktiv, seit ich mit TGN nichts mehr am Hut hab. Also ich wurde halt damals sehr kritisiert, dass ich halt GTA 5 ausnutzen würde, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, klar, der Gedanke geht halt jedem durch. Ich meine, ich bin halt nicht aktiv. Ich bin halt nicht jemand, der täglich, wöchentlich was hochlädt. Ich meine, wenn man mal bedenkt, die letzten Videos von hier, von diesem PC-Port von Liberty City Stories, die sind von vor 4 Jahren. Ja, das lasst mal das auf euch auf der Zunge zergehen. Das ist schon. Das ist schon eine ganze Zeit. Also, ich sag mal so, die Kritik ist naheliegend. Ich hab's einfach nur damals aus Just for Fun hochgeladen. Ob ich es jetzt spielen werde, ja, definitiv, aber wahrscheinlich off-cam. Ich weiß es noch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich GTA 6 nutzen werde, um hier wieder auf YouTube Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, YouTube ist für mich jetzt einfach nur noch eine Daddelei.
Es ist nicht meine Haupteinkommensquelle, war es mal eine Zeit lang. Da hat man aber auch gut bekommen. Ja, bis so ein dicker, übergewichtiger Mittelfränkler meinte, uns alle in den Sumpf runterzuziehen. Das war jetzt das Statement des Abends. Mehr sage ich auch dazu nicht. So, und das war der letzte. Da habe ich dir mal in den Kopf geworfen. So. Level 8. Okay. Müssen wir jetzt Level 9 haben jetzt. Einen wunderschönen guten Abend, Rustendo. Muffy, ich würde töten für ein GTA 6 Let's Play von dir. Lass dich nicht von irgendwelchen Basement-Dwellern runterkriegen. Ach, also da kann ich dich beruhigen. Also ich lasse mich da jetzt auch nicht beeinflussen. Es ist bisher bei jedem GTA gewesen, was ich gespielt habe. Ich habe es immer erstmal off-cam gespielt und einmal die Story durch, dass er mich auch nicht mehr spoilern kann. Und dann habe ich im Prinzip das Ganze nochmal gespielt. GTA 5 hatte ich versucht blind zu spielen. Ach, der ist auf der anderen Seite. Toll. So. Und ja, ich weiß es halt noch nicht. Also wie gesagt, ich möchte eigentlich jetzt mich nicht festlegen. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Ja, das nach dem Trailer auf jeden Fall. Allerdings, ich finde es ein bisschen besorgniserregend. Rockstar Games hat ja schon immer so diese Affinition gehabt, reale Ereignisse zu verbauen in ihren Spielen. Und auch ziemlich viel durch den Dreck zu ziehen. Ich meine, GTA 4, da haben sie Hillary Clinton durch den Dreck gezogen. Und ich meine, allein dafür haben die schon einen Oscar verdient. So. Der Polizist rennt wieder über die Straße. Und dann fahre ich ihn aus Versehen über den Haufen. Und wer kriegt dann das Fahndungslevel? Natürlich ich. So, dann würde ich sagen, wenn der Kollege recht hat, der Herr John Dax oder John Dax, dann sind wir jetzt beim letzten Level. Da bin ich ja jetzt mal sehr, sehr gespannt. Ich hätte deinen Vater aufs Boot geschossen. So, und einmal. Oh Gott, die SMW-Hex. Gott, das ist doch auch schon über 10 Jahre her. So.
So, wollen wir mal gucken, ob der Kollege jetzt recht hatte. So, es sind noch 4 Stück und jetzt können wir auch, glaube ich, alles in einer Reihe gerade machen. Sehr schön. So. 1. 2. Ja, sehr schön. In einer geraden Linie. Perfekt. 3. So. Ich würde ja sagen, so wirklich fertig sind wir noch nicht, ne? Ja gut, ich warte jetzt erstmal ab. Wir fahren jetzt erstmal zurück. Gucken wir mal, was passiert. Sehr schön. Was haben wir hier? Ah, cool. Okay. Gut, da haben wir die Sidequest jetzt auch schon fertig. Das ist ja nice. Gut, welche machen wir jetzt? Irgendwelche Vorschläge? Ich muss echt mal diesen Frame Limiter zum Laufen bringen. So, ich würde sagen, wir stellen jetzt erstmal hier das Ding jetzt hier unten drunter und speichern erstmal ab. So. So. Wir wechseln jetzt schon mal die Kleidung, weil es spielt überhaupt keine Rolle aktuell, was wir für wie wir ausschauen, weil spätestens wenn wir bei JDO2 sind, müssen wir eh unsere normalen Klamotten wieder anziehen. So. Habe beinahe Muffys gesamten Werdegang auf YouTube miterlebt. Ja, den kleinen Aufstieg und den tiefen Fall natürlich, wahrscheinlich dann auch. Ihnen. So. Ein Glück habe ich eine Mute-Taste, dass ihr das Gehuste jetzt hier nicht mitbekommen musstet. Okay. Gut. So, welche Sidequest machen wir jetzt? Das mit dem Autohändler können wir ja erst später machen, aber das Bike hole ich mir jetzt erstmal. So, fangen wir mal damit an. Ja, geht weg. Och, natürlich ist da jetzt so ein scheiß Bulle. So, lass mal Radio aus. Ja, tatsächlich, es ist auch eigentlich nur eine Garage, das habe ich mir nämlich auch gedacht, aber aus irgendeinem Grund gehen hier beide auf, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe wirklich keine Ahnung, wieso das hier so ist. Gut, ja, Bürgerwerk können wir nicht machen, wir können ja mal zumindest mal schauen, ob es jetzt vielleicht doch geht, aber ich bezweifle es jetzt einfach mal sehr stark. Ja, abgeschaltet, immer noch. Oh Leute, wir haben schon 26 Zuschauer. Holy shit. Aber die Paramedic können wir machen. Pick up a patient. Okay. Dann machen wir das. Warum habe ich eigentlich ein Fahndungslevel? Kann mir das mal einer erklären? Diese Guardian Angel. Das können wir tatsächlich mal machen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Aber das können wir gerne dann im Anschluss machen. Ja, Ralphie, ich habe 3 Wochen einen Lungenriss hinter mir und kann erst seit ein paar Tagen wieder sprechen. Also ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber
Ich lasse mir dadurch nicht die Laune nehmen. Weil ich hatte jetzt einfach gerade mal Bock, einfach OBS wieder anzuschmeißen. Und bitte keine Drachenlord. Bitte, bitte, bitte keine Drachenlord-Zitate hier. Das, Ich will hier wirklich nichts derartiges haben. Dankeschön. Diesen Schmutz möchte ich nicht in meinem Chat haben. Hey, wir retten zwei Menschen, aber fahren dafür zwei Menschen über den Haufen. Ich finde, das ist ein guter Deal. Aber Gott sei Dank gibt es hier so viele Shortcuts, die man nehmen kann. Ach, Puxi ist ja auch da. Grüß dich, mein Lieber. Leute, wir sind bei 27 Zuschauern. Holy shit. Ey, ich sag ganz ehrlich, ich hätte jetzt vielleicht maximal mit 10 gerechnet. Aber nicht mit 30. Das ist ja... Das sind ja schon zwei Fußballmannschaften, die auf dem Feld stehen, fast. Und ein paar Hooligans. Nee, cool, freut mich auf jeden Fall. Also ich freue mich riesig. Entschuldigung. Was steht ihr mir auch alle im Weg? Wenigstens rennen sie zum Krankenwagen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in GTA San Andreas das in Angel Pine gemacht habe. Die sind da ganz gemütlich zum Krankenwagen gelaufen, sind, werden sie da wie eine wie so ein Brunnen, da das Blut rausgesprudelt ist. Die bewegen sich wenigstens, Gott sei Dank. So, ich würde sagen, wir holen den links erstmal ab. Jetzt können wir die restlichen drei ganz entspannt einsammeln. Gott, steht der da unten schon fast am Schrottplatz. Die steht da mitten auf der Wiese oder was? Nee, am Bürgersteig, wollte schon gerade sagen. Moin, welche Karte von GTA kennst du eigentlich am besten? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, Vice City, Liberty City und San Andreas kenne ich eigentlich ganz gut. Ich denke mal, San Andreas kenne ich am allerbesten. Ich denke mal, die ganzen 3D-GTA lernt man halt am besten kennen damals zu der Zeit, weil da gab es noch keine Waypoints und keine Strecken, die auf der Karte angezeigt würden, wie man das am besten fährt. Weil, ich sag ganz ehrlich, das ist ein bisschen, ja, lame. So hat man halt damals noch wirklich so die Karten richtig kennengelernt. Stop,
können ja mal ausprobieren, ob wir die Karre umlackieren können. Zu reparieren, aber ich befürchte, das geht nicht. Ja, das war klar. Das ist aber scheiße. Also ich meine, ich kenne das noch aus GTA 3, dass jedes Mal, wenn man einen Patienten aufnimmt oder wenn man ihn abgibt, dass sich das Auto ein bisschen repariert von selbst. Ist halt die Frage, ob das immer noch so ist. Die Kreditkarte. Das habe ich jetzt nicht verstanden, mein österreichischer Freund. Das musst du mir jetzt nochmal erklären, was du bitte damit meinst. Achso, okay, alles klar, dann habe ich das doch richtig verstanden. Ja, ihr kriegt doch da eure Essensgutscheine, die ich euch doch immer zukommen lasse nach jedem Stream, oder? Aus dem Weg. Genau, get out of the way. Pff, hab ich gerade da einen Dachslide? So, aber könnte ja mal vielleicht mal einer nachschauen. Bei den Krankenwagenlevel bin ich nämlich ziemlich sicher, dass es 12 ist. GTA 3 war es, glaube ich, 10, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt hier 12 ist. Weil die deutschen Marken ja hier auch in Österreich so gut funktionieren. Die funktionieren, musst du halt nur zu deinem österreichischen Aldi gehen. Uah! Ohne Türen und ein Polizist kommt auf einen zu. Keine gute Kombination, auf gar keinen Fall. Aus dem Weg.
Warum hatte ich eigentlich eben gerade ein Fahndungslevel? Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz gecheckt. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ah, Level 12. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Herrgott. Es werden ja immer mehr. Wisst ihr was? Ich muss eh zweimal fahren. Da kann ich die zwei Herrschaften jetzt hier gerade schon mal abliefern. Und dann holen wir die anderen beiden ab. Das ist viel effizienter, finde ich. Ja, Hofer zum Beispiel, sage ich doch. Gehst einfach mal zum Hofer. Sogar die Rentner hier geben Gas. So, nur noch 4 Level. So, dann würde ich sagen, dann holen wir die ganz rechts da jetzt noch ab, da aus dem nördlichen Teil der Karte. Puffy is live, let's go, hoffe es geht dir gut. Ja, danke dir, Anna, Mann. Ich erhole mich gerade oder habe mich jetzt die letzten 3 Wochen von einem Lungenriss erholt. Man hört es mir noch ein bisschen an. Aber ich kann wieder einigermaßen sprechen und das ist das Wichtige. Wirst du jetzt eigentlich öfter streamen? Puh, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ich sag's mal so, ich würde es jetzt nicht verneinen. Es kommt halt drauf an, wie und wann ich Zeit habe. Also unter der Woche bin ich ja meistens unterwegs, da ich ja jetzt im Ausland arbeite. Ich bin ja dienstags bis freitags. Oh, komm, steh auf, steig ein, hör auf zu jammern. Komm, danke. Wo war ich genau? Dienstags bis freitags bin ich ja weg, arbeiten. Da habe ich zwar meinen Gaming-Laptop für mich privat abends zu Hause natürlich da und natürlich zocke ich auf dem auch. Aber ob das Ding auch zum Livestream reicht, das kommt immer drauf an, was für welche Arbeitswohnung für mich halt verfügbar ist. Ne? Also ist ja leider ist es so, ich manchmal habe ich Glück und ich kriege die große Wohnung. Ja, da kann ich mich natürlich über ein Gigabit Glasfaser freuen. Dann könnte man das natürlich bestimmt eventuell mal bewerkstelligen, dass man da mal livestreamt. Aber ich würde jetzt eher sagen, da ich mich hier mit dem Multiscreen-Setup und hier jetzt einfach in meinem Arbeitszimmer zu Hause in Deutschland, ich mich hier eigentlich relativ gut eingerichtet habe, würde ich dann sagen, also wenn ich streame, dann eher am Wochenende.
Ja, so Samstag, Sonntag, so um den Dreh rum. Würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt unter der Woche das mache. Also, ich muss auch Bock haben darauf, muss ich natürlich sagen. Also, es ist jetzt nicht so. Ach komm, du hättest die paar Meter jetzt auch noch laufen können, Oma. Gut, haben wir eine Tür weniger hinten. Sehr schön, sparen wir auch noch Zeit. Ja, Anna, danke für die Genesungswünsche. Habe ich gerade erst jetzt gesehen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich schon relativ genesen. Ich bin noch ein bisschen am Hüsteln, aber das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen weggehen. Wie gesagt, der Lungenriss hat ganze Arbeit geleistet. Muss man deutlich sagen. Wünsche ich keinem, wünsche ich nicht meinen schlimmsten Feinden. Das ist so ein unangenehmes Gefühl. Vor allem schlafen kannst du halt wirklich gar nichts. GTA 5RP, danke, danke, danke. Nochmal danke an die ganzen Genesungswünsche. Ich bin eigentlich wieder einigermaßen fit. Ich habe halt noch eine relativ raue Stimme. Aber ich denke mal einfach, ich muss einfach mal ein bisschen mehr labern. Deswegen wäre das vielleicht mit dem mehr Livestreams gar keine mal so schlechte Idee. Scheint aber einen guten Job zu haben, hoffe ich mal. Ich sag's mal so, nachdem ich meine Selbstständigkeit Ende letzten Jahres aufgegeben habe, bereue ich diesen Schritt nicht. Ich arbeite da, wo andere Urlaub machen und kann das auch noch familiär relativ gut verbinden. Okay, die rennt noch einen Marathon, bevor sie zu mir in den Krankenwagen steigt. Okay, das lassen wir jetzt auch einfach mal so da stehen. So, und hinten links haben wir aber noch eins frei. So. Komm, rein mit dir. Es müsste bei GTA einen Leichenwagen-Nebenquest geben. Lohnt sich, ist nicht böse gemeint, aber bei den ganzen Leuten, die du überfährst. Ich überfahre sie nicht. Das ist einfach nur eine grobmotorische, therapeutische Rückenmassage, die ich denen anbiete. Dass ihr das nach der ganzen Zeit, nach den ganzen Jahren, wo ich GTA spiele, für euch immer noch nicht verstanden habt, das ist, ja. Außerdem gibt es ja Leute, die mir irgendwelche ich kann nicht mehr sprechen. Umgefahrenen Leute anhängen, während ich irgendwelche Nudeln ausliefere, wo ich da überhaupt nichts gemacht habe. Und ich habe es sogar auf Video diesmal. Ja, möchte ich nur noch mal anmerken, ich habe das sogar auf Video. Da ist jemand anderes drüber gefahren und ich habe den Blame gekriegt dafür. Ja, nice. So. Ah, okay, Dr. Waffi. Ich glaube, Chiropraktiker dürfen, glaube ich, gar keine Doktortitel haben, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest nicht in Deutschland. Aber da lasse ich mich ja auch gerne eines Besseren belehren. So, ich würde sagen, wir machen das jetzt wieder wie vorhin. Wir fahren eine gemütliche große Kurve und sammeln die ganzen Leute einfach jetzt hier ganz entspannt und gemütlich ein. Leute, 33 Zuschauer, das werden ja wirklich immer mehr. Das ist ja der Hammer. Das ist ja schon mal dreimal so viel, wie ich eigentlich erwartet habe. So. Fahrt mir alle vors Auto. So, Level 9 haben wir es auch erledigt. Okay, so, dann würde ich sagen, Level 10. Den holen wir als erstes ab. Komm, steig ein. Dann holen wir den ab.
Es ist schön, deine Stimme wieder zu hören, Muffy. Dein Let's Play GTA Vice City war so legendär. Es ist echt schwer, versteckte Päckchen zu sammeln. Na, es ist nur schwer, wenn man sich schwer tut. Ich meine, es ist ja keine Schande, die versteckten Päckchen mit Hilfe einer Karte, die man ja im Internet runterladen kann, einzusammeln. Ja, das habe ich auch ganz gechillt so gemacht. Wenn du dann natürlich auch noch so drauf bist wie ich und die ganzen offiziellen Lösungsbücher hast, wo da auch noch schön detailliert mit einem Bild angezeigt wird, wo die Päckchen sind, das macht es natürlich dann noch viel einfacher. Ich traue immer noch deinem San Andreas LP hinterher, aber ja, du überfährst die Leute nicht, die rennen einfach vor dein Auto. Siehst du, hier, Annamann, der User hat den Durchblick. Annamann hat den Durchblick. Endlich mal einer, der mich versteht. So, den da vorne rechts sammeln wir auch noch gerade ein. So. Haben das ja auch Gott sei Dank dann gleich geschafft. So, danach speichere ich ab und guck mal, ob ich den Frame Limiter irgendwie reinkriege. Also nicht den spielinternen, der das nur auf 30 Frames limitiert, sondern ich würde dann echt versuchen, mal mein Tool zum Laufen zu bringen, weil das wäre natürlich schon von großem Vorteil, wenn wir hier auf 60 Frames spielen. Vor allem, wenn wir jetzt hier vielleicht mal versuchen, gleich die Feuerwehr-Side-Quest zu machen. So, die zwei fahren wir jetzt schon mal zurück. Ja, aber ehrlich, also GTA-NPC sind ja dafür bekannt, suizidgefährdet zu sein. Schaut euch einfach die NPCs einfach an. Einfach mal anschauen, wie sie sich jetzt hier verhalten, wenn ich jetzt hier ganz normal über die Straße fahre. Manche springen echt sogar vors Auto. Und das verstehe ich halt echt nicht. So. Noch zwei Level. Gott sei Dank. Oh, wo kommt denn das Motorrad her? So, Level 10 komplett. Completed. So. 11. Fangen wir wieder von ganz hinten an und arbeiten uns wieder ganz nach vorne. Hast du eigentlich den GTA 6 Trailer schon geschaut? Ja, natürlich habe ich. Und was ist deine Meinung dazu, falls du ihn gesehen hast? Ja, ich habe ja über den GTA 6 Trailer eigentlich ja schon geredet. Also natürlich grafisch der Hammer, dass sie wieder nach Vice City kommen, war abzusehen. Die römische 6 ist ja schon V und I. Also ich denke mal, das war wirklich keine Raketenwissenschaft, dann, dass die sich entschieden haben, das natürlich in Vice City anzulehnen. Mich würde halt interessieren, ob sie halt die ursprünglichen Gator Keys, die sie in Vice City einführen wollten, ob sie die jetzt auch in GTA 6 einbauen. Das würde mich zum Beispiel von der Map her interessieren. Dann würde mich natürlich interessieren, ob sie wieder städteübergreifend arbeiten. Ja, also nur, dass ihr versteht, was ich meine. In GTA 5 fing ja die ganze Geschichte in North Yankton an. Das ist ja irgendwo im Mittleren Westen gewesen. Und
Ah, warte mal, den Kollegen da hinten in Chinatown, den holen wir auch noch. Und das hatte ja zweimal, ist ja mehrfach aufgekommen. North Yankton war immer wieder ein Thema, dann sind sie nach North Yankton geflogen, ja, um Brett auszubuddeln. Wäre halt interessant zu wissen, ob man das in Vice City halt, in GTA 6 halt auch wieder hat. Ob man dann vielleicht mal die Möglichkeit hat, nach Los Santos zu fliegen, wenn es auch nur für eine Mission ist. In GTA San Andreas haben sie es ja auch geschafft. In der Mission St. Mark's Bistro von Salvatore Leone, relativ im späteren Teil des Games, dass man da nach Liberty City fliegt, ins verschneite Liberty City. Und da diesen einen, ich glaube, Forelli müsste es gewesen sein. Ausknipst. Ja, ich meine, war mitunter einer meiner Lieblingsmissionen GTA San Andreas damals, als es rausgekommen ist. Ja, aber ansonsten, der Trailer sah schon wirklich gut aus. Dass man einen weiblichen Protagonisten hat, sehe ich jetzt mal nicht als schlimm an. Ja. Ich meine, es gab. Oh. Ich meine, es kommt jetzt halt wirklich, wirklich, wirklich drauf an, wie Rockstar Games jetzt die Protagonistin jetzt halt vermarktet, wie sie halt programmieren von den Charakterzügen her. Ja, ich denke mal nicht, dass das so eine Klatsche wird wie damals mit diesem Ghostbusters-Film, wo sie da nur Frauen reingesetzt haben. Das ging ja komplett in die Hose. Ganz ehrlich, zu Recht. Ich denke mal, so ein Debakel wird uns erspart bleiben. Ich meine, Rockstar Games nimmt alles auf die Kippe, um vor Feminismus machen sie Gott sei Dank, ziehen sie nicht den Schwanz ein. Also deswegen bin ich da sehr, 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 sehr zuversichtlich. Aber der Trailer sagt halt auch wirklich ziemlich viel über die Problematik in der heutigen Zeit aus, ja? Ich meine, ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Komm, steig ein. Social Media ist ein großes Problem. In GTA 5 haben sie es ja schon versucht mit rüberzubringen. Aber hier wird es anscheinend noch einen größeren, noch einen sehr, sehr viel größeren Bestandteil des Games haben. Würde mich nicht wundern, wenn es da diese game-eigene so ein Portal gibt, wo man halt sowas hochladen kann als Sidequest zum Beispiel. Würde mich echt nicht wundern. So, letztes Level, Freunde. Dann haben wir es endlich geschafft. Level 12. Bringen wir es hinter uns. Ja, und alle fahren in mich rein. Das ist unfassbar. Ich meine, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier das Blaulicht anzumachen, weil das geht mir dann schon ziemlich auf den Keks. So, fangen wir wieder hier von hinten an. So. So, dann. Ja, da kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssen eh über die Baustelle fahren. So. So, was machen wir denn danach? Jetzt haben wir ziemlich viel Zeit damit verbracht, jetzt hier die Krankenwagenmission zu machen. Was machen wir denn danach? Ich glaube, danach können wir ja mal genau diese Avenging Angels, das könnten wir mal machen, ja. Dann kann ich euch auch mal einen kleinen Trick zeigen, wie ihr direkt auf die zweite Insel kommt und dann auch auf die dritte, weil so bin ich nämlich darüber gekommen.
Ah, Taxi-Mission. Da müsste mal bitte mal einer gucken, ob wir hier wieder 100, 100 Taxifuhren machen müssen oder ob es reicht, wenn wir 50 machen. Wie geht ja San Andreas? Also 100, das wäre ja ein bisschen tedious, würde ich jetzt sagen. Wieso habe ich eigentlich nur eine Minute 30? What the fuck? Die Bürgerwehrmission ist leider hier in dieser Version der Beta 6.0 abgeschaltet. Also die kann ich leider nicht machen, so leid mir das tut. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber ich denke mal, das wird einfach noch ein bisschen verglitscht gewesen sein. Könnte natürlich auch sein, dass der Modder von dieser Mod, ja, also der Ersteller dieser Mod, wahrscheinlich das als eine zu krasse Geldeinnahmequelle angesehen hat. Ja, Karamba, also ich bin, sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass es von Liberty City Stories und Vice City Stories kein Remake gibt. Schau dir die Definite Edition an von GTA 3, Vice City und San Andreas. Ich sag mal so, ich habe innerlich gekotzt und geweint zur gleichen Zeit, als ich diesen Scheiß gesehen habe. Ja? Oh je, 100 Taxifahren, ach, das ist doch scheiße. Ich meine, die müssen wir nicht am Stück machen, aber... Ich weiß nicht, soll ich wirklich die Taxifahrten machen, dann einen auf Danielle machen aus der Filmreihe Taxi? Dafür müsste ich aber das Taxi weiß anstreichen. Sonst müsste Taxi Marseille draufstehen. Komm, die letzten drei und die sind alle schön sauber in einer Reihe. Eins. Zwei. Und der letzte. So, wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich jetzt entweder 150 Leben haben oder ich müsste jetzt unbegrenzt sprinten können. Ja, ich glaube, ich model mir jetzt bestimmt jetzt hier keinen Peugeot noch ins Spiel. Ah! Running will never tire you. Ja, das ist doch schon mal schön. Warum sind die tot? Egal. Ja, komm, hau ab. Lass mich in Ruhe. So, jetzt speichern wir mal kurz ab. Und dann tappe ich mal ganz kurz raus. Und dann gucke ich mal, ob ich es schaffe, den Frame Limiter wieder zum Laufen zu bringen. Aber erstmal wird abgespeichert. Gib mir mal die Schlüssel von diesem kleinen gelben Schlagloch-Suchgerät. Keine Ahnung, was du jetzt damit meinst. So. Müsste dir ein Standbild leider sehen. Jetzt gucke ich mal gerade. So, jetzt müsste es aber eigentlich wieder gehen. So, und jetzt haben wir auch 60 Frames. Jetzt habe ich nämlich oben wieder die Anzeige 60 Frames drin. So. Jetzt müsste die eigentlich das Live-Bild wieder sehen können. Ja, scheint zu funktionieren. Sehr gut. Sehr schön. So, dann würde ich sagen... Ah, machen wir die Winnie-Mission. Bringen wir es hinter uns.
Komm, eine Mission gönnen wir uns jetzt mal. Schon mal gesagt, dass ich diesen Typen nicht leiden kann. Oh, Radio aus. Vincenzo tells me you're too chicken shit to work your patch. Hey man, I'm no chicken shit. I've been ill as all. I'll go back to work tomorrow, or maybe the day after. Oh, I think you're gonna work today, like it or not. Schönes Bike, dankeschön. Wisst ihr was, ich lasse das Radio jetzt an, es wird scheißegal, ob das jetzt geclaimed wird. Ich mache das hier auch just for fun und nicht wegen der Kohle, also von da ist mir das jetzt sowas von Wurst. Was ist eigentlich aus TGM passiert? Also TGM kenne ich nicht. Ich denke mal eher, du wirst TGN meinen. Ja, nachdem ich mich da mehr oder weniger da rausgeklagt habe. Ich mach das Radio doch wieder aus. Nachdem ich mich da mehr oder weniger rausgeklagt habe und den Prozess trotzdem verloren habe, weil ich eine ganze Menge Kohle da gelassen habe, bin ich jetzt aus TGN raus. Aber die Partnerschaft haben sie mir Gott sei Dank da gelassen. Allerdings eigenständig ohne Netzwerk. Und ganz ehrlich, das ist auch das Beste, was mir, sag ich mal, als Creator passieren kann. Wobei ich auch wieder sagen muss, ich verdiene damit kein Geld. Ja, ich verdiene damit ein paar Euro vielleicht. Ja, aber das reicht vielleicht, dass ich mir am Ende des Monats mir vielleicht bei meinem Lieblingssöhner Bodo mir einen Lammerschuh kaufen kann. Ne? Ja, Montezumas Rache geschieht dir absolut recht. Was ist aus deinen GTA San Andreas Display Folgen passiert? Wollte letztens deine alten GTA San Andreas Folgen gucken, aber die sind nicht mehr da. Die sind schon ziemlich lange nicht mehr da, seit ich bei TGN weg bin. Ich glaube, das ist seit, lass mich lügen, 2017, 2018? 18, 19? Ja, ich glaube, das war 2018, wo ich den Prozess hatte, wo ich den Prozess verloren hatte. Ja, also schon eine Weile her. Ich glaube, TGN war ja damals noch zur 2010, 2009. So, haben wir das auch erledigt. Capital Autos in Harvard is looking for new salesmen. Also jetzt könnten wir zum Beispiel die Händlermission machen. Wir könnten. Müssen wir aber nicht.
Das Return to Castle Wolfenstein Let's Play müsste aber noch eigentlich online sein. Also da würde ich sagen, guck nochmal nach, weil ich glaube, das habe ich nicht gelöscht. Aber dafür gibt es deine alten GTA Vice City und GTA 3 Let's Plays Folgen noch. Ja, weil die auf meinem Kanal hochgeladen sind. Damals hatte ich ja der San Andreas Let's Play bei TGN gemacht. Kann ich ja nicht einfach eine Kugel in den Kopf jagen? Dein Livestream ist noch da, aber die Playlist des eigentlichen Projekts kann ich nicht mehr finden. Ja, das... Wie gesagt, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Ich habe es ja nicht aus Böswilligkeit gelöscht. Warum habe ich jetzt eigentlich... Naja, egal. Head for the construction site. Ah ja, gut. Dann gehen wir mal ein bisschen ballern. Also nochmal, ich habe das ja nicht aus Böswilligkeit alles gelöscht, ne? Also so ist es ja nicht. Wie geht es dir? Hörst dich nicht gesund an. Oh, mein Freund, wenn du wüsstest, wie ich mich vor 2 Wochen angehört hätte, da bin ich im Vergleich zu 2-3 Wochen vorher das blühende Leben. Ich sag nur Lungenriss. Und das war wirklich nicht schön. Das war absolut kein schönes Gefühl. Nein, also mir geht's gut. Ich hab noch eine etwas raue Stimme, aber... Ich habe jetzt seit 2-3 Wochen nicht gesprochen und morgen, ab nächster Woche geht es ja auch wieder auf die Arbeit. Ich bin ja mal gespannt, wie das funktioniert, wenn ich in den Flieger steige. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Hoch ein alter Bekannter. Muffy, wie geht's dir? Mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Flo. Uff, ich wünsche dir noch eine gute Besserung. Brad Dad, erstmal hi, grüß dich. Ja, gute Besserung. Also nochmal danke, vielen, vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Ihr müsst euch aber da weniger Gedanken machen um mich, weil mir geht's an sich gut. Ich war schon wesentlich in schlechterer Verfassung, glaubt es mir. Ach, das ist wieder diese Scheiß jetzt hier.
Ja, jetzt schaut euch mal diesen. Den Force-Heater, den besorgen wir später. Ja, ich besorge. Ich muss jetzt erstmal da ganz schnell hin, bevor die alle abgeknallt werden. Was ist jetzt? Wie können die denn tot sein? Das hat doch noch nicht einer. Oh, eigentlich einer hat geschossen. Ah. Oh, ich habe ja auch noch eine Folge an der Backe. Super. Autsch. Wisst ihr, was mir übrigens an den Bullen in Liberty City Stories richtig auf den Sack geht und generell jeden feindlichen NPC? Die schießen euch mit einer höheren Genauigkeit in die gottverdammten Reifen. So. Lebst du in Deutschland? Arian Veseli. Ja, ich lebe in Deutschland. Ich meine, warum sollte ich nicht in Deutschland leben? Warum streamt Phil nicht mehr auf Twitch? Das kann ich jetzt überhaupt nicht beantworten. Ich wusste gar nicht, dass er nicht mehr auf Twitch ist. Also mein letzter Stand war, dass er noch auf Twitch ist. Also keine Ahnung. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Also, zweiter Versuch. Ich brauche kein Auto mit mehr Raum. Ich muss jetzt erstmal da hinkommen in einem Stück. Auto besorgen wir jetzt irgendwo auf dem Weg. Was war denn das jetzt schon wieder? Es ist. Ihr könntet mal jetzt hier einsteigen. Das könntet ihr erstmal machen. Und tschüss. Und jetzt ganz schnell zu. Ja, also nochmal, dass das Ganze auf der Vice City Engine basiert, das sollte man spätestens jetzt erkennen. Ne? Nur in Vice City sind die mit einem Polizeicheater durch die Gegend gefahren. Spiel mal neuere Spiele, warum so alte? Die bocken doch gar nicht. Arian, du darfst natürlich sehr, sehr gerne Vorschläge machen. Was würdest du denn gerne spielen? Was würdest du denn gerne von mir sehen, was ich spiele? Darüber hinaus möchte ich natürlich auch die Spiele spielen, mit denen ich mich gut identifizieren kann. Ich denke mal, das kann man relativ leicht nachvollziehen. Aber natürlich darfst du gerne Vorschläge machen. Ne? Schlag doch mal vor, was ich spielen sollte, deiner Meinung nach. Zock mal GTA 5. Du meinst so, wie das fast jeder zweite Streamer macht? Nee. Das wird nicht passieren.
So, Hot Wheels. Trumpeter for you. Hey, who loves you, Angel? You do, Vinny. Is that your mother on the phone? Sure. You're disgusting. Where's your respect? Respect? I call it multitasking, Antonio. What? Don't you like getting a hot bra to suck you off? What? Because if it's a problem, I can get Ray to help you out. Fuck you. I'm just busting your balls. Relax. Listen, tough guy, I need you to do me a favor. I got girls crazy for blow. I got a car full of it parked in Trenton. Go pick it up. Give me a call. What am I, your driver? Screw you. No, listen, 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 listen. I do it myself, but I'm being watched by the feds. You know I look out for you. Trust me. Besides, remember, there's a hierarchy here. Capiche? Now be a good kid. Ich sag's nochmal, ich würde ihm am liebsten eine Kugel durch den Kopf jagen. Eine Kugel durch den Kopf. Das hat er eigentlich meiner Meinung nach verdient. Ja, Arian Veselli, ich warte immer noch auf deinen Vorschlag. Also, du bist ja offensichtlich nicht zufrieden mit dem, was ich hier spiele. Au. Seht ihr, das meine ich. Das meine ich. Das verdammt nochmal meine ich. Die schießen euch mit Vorliebe in die Reifen. Hier ist eigentlich das Handling von dem Game. Ja, sehr auf Vice City getrimmt auf jeden Fall. Also die Physics und die Engine ist halt komplett Vice City. Mit ein paar Tweaks drin natürlich, aber ich finde, das haben sie mit dem Cleo-Mod wirklich, mit einigen Cleo-Mods sehr, sehr gut hingekriegt. Muss man ja mal sagen. So. Ah, richtig so. Hast du eigentlich noch vor, Let's Plays zu machen oder nur ab und zu streamen? Tatsächlich Let's Plays weniger. Also solche Walkthroughs, wo ich einfach nur reines Gameplay euch zeige, das wird es wahrscheinlich eher geben, also unkommentiert. Dafür wahrscheinlich hin und wieder ein paar Livestreams, aber wirklich eher so unregelmäßig. Also vielleicht kündige ich das ein paar Stunden vorher an, aber ansonsten ist es halt wirklich eher unregelmäßig, dass ich da mal was ankündige. Also Cyberpunk werde ich definitiv nicht spielen.
Also, da hat mich Enix mal wirklich davon überzeugt, kein Geld dafür auszugeben. Hast du eigentlich einen Discord-Server? Ich hatte mal tatsächlich einen, aber den habe ich vor langer, langer Zeit, ja, verlassen. So sich selber überlassen. Ich muss mal gucken, ob es den noch gibt. Aber ich denke mal einfach, es lohnt sich einfach nicht. Die Community bei mir ist zu klein. Ja, ich meine, das ist der beste Beweis. Ich habe knapp 16.000 Subs auf dem Kanal und von den 16.000 Leuten schauen 26 zu. Versteht mich nicht falsch, ich habe nicht mit mehr als 10 gerechnet. Ja, also ich bin wirklich über die Zuschauerzahlen mehr als überrascht, ist mehr als das Doppelte. Aber so. Snappy Dresser, oh Gott, ja. Ah, furchtbar. Ich weiß echt nicht, was das ist. But my Casa ain't no good man. He's a pervert. That's just a foul-mouthed rumor. What kind of man are you, Tony? All right, Ma, whatever you say. Maybe I'll go give Giovanni a call, see what he's up to. Ich weiß schon ganz genau, in welche Richtung das wieder geht. Aber die Sanchez da, die nehme ich mir noch mit. Die lasse ich mir nicht durch die. Wie wäre es mit Anno oder Tomb Raider 1 bis 3 Remake? Ja, Anno könnte man zum Beispiel mal spielen. Muffy, blöd gefragt, aber wie alt bist du eigentlich? wie beantworte ich das jetzt? Sagen wir es mal so, ich bin alt genug, um dieses Spiel zu spielen. Ich bin alt genug, um auch schon Auto zu fahren. Und ich bin Anfang Mitte 30. Bin also kein junger Hüpper mehr. Gehöre eigentlich schon zum alten Eisen. Kann man eigentlich schon wirklich sagen. You're too close to Casa. Okay. Ja, wie weit soll ich denn noch Abstand halten? Muss bestimmt wehgetan haben, dazu war nur so, nö, tut überhaupt nicht weh. Ich bin halt einfach keine 20 mehr. Ich meine, ich habe mit den ganzen Let's Plays angefangen vor 15 Jahren fast. Das muss euch mal überlegen. Ja, vor 15 Jahren habe ich angefangen, Dezember 2008. Ja, also fast auf den Tag genau vor 15 Jahren. Angefangen mit diesem Kanal habe ich vor 17 Jahren? Ja, vor 17 Jahren. In 3 Jahren habe ich diesen Kanal schon 20 Jahre. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe den aufgemacht, da war ich 16. Ja. Nee, 17 war ich da sogar. 17, 16, 17 so um den Dreh rum. Anfangs sollte ja das eigentlich ein Clan-Kanal werden, weil ich damals einen San Andreas Multiplayer-Server hatte. Ja, und da auch so dann Let's Play-Kanal bis 2013, 14, 15, 16, so um den Dreh rum, dann jemand, wie gesagt,
mein Netzwerk gejoint hat und mich dazu veranlasst hat, das Netzwerk unter einer Klage halt zu verlassen. Gottes Willen, ey. Nice shot. Now take the photo to Mars, please. Hätte auch der Drachenlord sein können. Können wir uns bitte darauf einigen, dass dieser Name, dieser Typ, dieses Individuum und seine Community hier einfach nicht erwähnt werden? Bitte, für die Zukunft. Also auch Ansage an meine Mods, wenn ihr sowas seht. Ihr müsst den User nicht direkt bannen, auch nicht muten, aber einfach mal die Nachricht löschen. Ja, ich möchte nicht, dass dieser Schmutz hier in meinem Chat oder in meinem Livestream hier diskutiert wird. Oh Mann, Tony, da hast du jetzt mal richtig reingeschissen. So, haben wir das auch erledigt. Au. Ich kann mich noch gut an dein Vice City Let's Play erinnern. Ich bin gerade mal 19. Oh Gott, das Vice City Let's Play ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Oh, Brad Dad. Die Frage habe ich, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal gestellt bekommen, aber ich beantworte sie sehr, sehr gerne nochmals, gar kein Problem. ja, natürlich habe ich den Trailer mir angeschaut. Ich gehe gleich weiter drauf ein. Racing downtown today. If only you were more like him, who treats his mother with real respect.
Ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau. You need a car to be in this race. Okay. Ja, also Trailer gesehen, klar, natürlich. Freue mich auch riesig drauf. Zeigt aber auch eigentlich mal wieder so die aktuellen Problematiken, die halt vor allem in den USA stattfinden, wegen TikTok und so. Es werden halt aktuelle Probleme angezeigt und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es wird auch so eine, wird auch bestimmt so eine Sidequest geben, wo man halt irgendeine Scheiße baut und es dann hochlädt, um irgendwie Fame abzugreifen. Also ich freue mich, es sieht auf jeden Fall Hammer aus, aber ja, ob ich Let's Player, ich weiß es nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe jetzt eigentlich nicht so den Drive dazu, das zu Let's Playen, aber offline mal durchzuspielen und dann vielleicht Let's Play zu machen, das würde ich vielleicht machen. Hast du von den Mods schon mal gehört, die GTA 3 oder Vice City härter machen? Glaube Titan Mod. Ja, GTA 3 Trice habe ich zum Beispiel schon gespielt. Gott, ich habe diese Mod gehasst. Für Vice City habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Vielleicht kann man mal da mir einen Link nochmal zukommen lassen. Da wäre ich natürlich auch sehr, sehr gern bereit, mal das zu spielen. Gerne auch mal in einem Livestream. Das können wir natürlich auch gerne machen. Hast du jemals bei City Speedruns probiert oder auch Speedruns allgemein? Nö. Ich glaube, für einen Speedrun, selbst bei meinen in Anführungszeichen Skills, die ich damals hatte, was GTA angeht, auch bei City und San Andreas, ich glaube, ein Speedrunner, die kennen das Spiel wirklich in- und auswendig. Ja, die kennen die ganzen Tweaks, die kennen die ganzen, die ganzen Tricks, Glitches, die sie benutzen für die Speedruns. Ich glaube, da bin ich noch Meilen, wenn nicht sogar Jahre entfernt. Also ich würde mich jetzt an einen Speedrun jetzt zum Beispiel nicht rantauen. Ich meine, ich habe mal einen Speedrun, glaube ich, hochgeladen von einer Mission von Emergency 4. Ja, da habe ich den, da halte ich auch, glaube ich, den Europarekord, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich einen Glitch ausgenutzt habe, den anscheinend keiner vorher wusste oder kannte. Müssen wir mal schauen, ist aber auch schon wieder 4-5 Jahre her. Ja, Bang Radio war wirklich das beste Radio überhaupt in diesem GTA Strikers. Ich habe mich ja so kaputt gelacht, wie der Typ, der doch allen Ernstes von Venga Boys das nachgesungen hat. Ich habe mir so echt so gedacht, ey Leute, dass das natürlich nicht Copyright gestrikt wird, das ist mir klar, aber das kannst du doch nicht in einem Livestream bringen. Ich meine, es gab ja eine Livestream-freundliche Version, was den Soundtrack angeht, in Anführungszeichen Soundtrack und eine und die normale Version, aber bei Bang Radio, ich habe mir echt so gedacht, so heilige Scheiße, wie kaputt muss der Typ gewesen sein, das zu singen. So, haben wir das auch geschafft. Tot? Oh, das ist tatsächlich tot. Na, sowas. Dead Meat.
Tony. You shamed your Sicilian roots. After you took that photo of Cusa, he stopped paying his protection money. And what are you doing about it? Nothing. Your father would have turned him into meatballs by now. Cusa might be a bit funny, but it takes guts to snub a Cipriani. I only wish you had his guts. You wish I had Cusa's guts? Okay, Ma, you asked for him. Dann gehen wir mal den Windelträger abholen. Beim GTA 3 Titan Tries Mod, welche Mission hat dich am meisten aufgeregt? Alle? Alle Missionen haben mich aufgeregt, weil dieser gottverdammte Mod, ihr wisst gar nicht, wie oft ich geflucht habe, wie oft ich auf die Tastatur gehauen habe. Wie oft ich regelrecht ausgerastet bin. Ich habe meine Tastatur so oft schon fast aus dem Fenster geworfen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, so sauer war ich. So, und jetzt darf ich diesen korpulenten Typen hinterher rennen. Oh, ich habe das auf der PS2 schon gehasst. Oh ey, ich renne einem fetten Typen mit einer Axt hinterher. Das kann man sich doch nicht vorstellen. So, endlich. Meine Fresse. 10 Kilometer in 30 Minuten. Toll, jetzt fange ich selber auch noch mit der Scheiße an. Seht ihr schon wieder? Ich sag euch, das fuckt so ab, dass die einem so auf die Reifen schießen. So. No one told me about this. Whoa! Which zoo did we knock off this time? There's loads of meat back here. Mmm, tasty. Okay, I'll take them. It's a good thing Cusa ain't here. If he finds out about this, he'll go crazy. Oh, ich glaube, der ist näher als dir lieb ist. Dankeschön und tschüss.
Ich find's ja geil, dass diese Darkos mit einem Kombi durch die Gegend cruisen. Das sind Typen von der Mafia, ja? Und schreien wie kleine Mädchen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. No son of mine. Bleibt mal bitte ganz kurz dran, muss man ganz kurz mal eine Pause machen. So, und da bin ich auch schon wieder. So, musste nur ganz kurz mal was machen. So, wo waren wir? Ach ja, genau. Mar Cipriani, Auftragskiller. Och Mensch, Omi, verschwinde! Was zum... Oh, aua, 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 aua. Na, an wenigstens lassen sie eine Menge Geld da. Das ist doch schon mal was. Scheiße, Mann, das ist echt eine ganze Menge Kohle, die sie mir da lassen. So. Da wir aber hier Gott sei Dank eine komplette Ausstattung haben, durch die ganzen Päckchen, die ich ja schon vorher gesammelt habe, einmal Rüstung aufgeladen und dann gehen wir mal kurz rein speichern. So, Freunde, ich würde sagen, für heute reicht es. Es sind fast 2 Stunden. Ich gucke ja mal da mal vielleicht, ob wir vielleicht die Woche noch mal streamen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche und vielleicht hören wir uns ja mal demnächst.